sowas mit dem? Ja, das ist einfach nicht optimal. Das kann nicht ganz funktionieren. Nein, das ist, bringt nichts. Das kann ich gleich. Da kann ich gleich mit der freien Hand ziehen. Versuchen wir nochmal mit der Säge, vielleicht ist mit der besser. Das wird immer schiefer. Das wird, also das ist, ja, jetzt sieht es mich wirklich schon schief. Das ist eine Schneidlade für eine einmalige Anwendung. Beim ersten Schnitt mit Buchholz war es eigentlich sehr akkurat. Und mit den darauffolgenden Schnitten wurde es immer ungenauer. Klar, weil ich hier vom Holz etwas weggesägt habe. Damit läuft das Sägeblatt vor allem weiter unten immer mehr schief und das vergrößert sich immer mehr, weil ich ziehe dann mehr in der Richtung und das heißt, das ist ja krumm und schief. Vergesst die Idee. Vergesst es einfach, ich vergesse es auch und ich verabschiede mich. Das sind so die Momente in der Werkstatt, die sind wirklich bitter. Das hat mich am meisten geärgert, ich hätte es ja vorher wissen können, weil durch die Schenkung der Zähne sehe ich ja mit der Zeit klarerweise immer mehr von diesem Anschlag hier weg. Nur ich dachte auf gut wienerisch, geh, das wird schon gehen. Nein, hat nicht funktioniert. Aber ja, also vielleicht geht es in einer Dübelsäge, die hat keine geschenkten Zähne, aber ich glaube auch dann wird es jetzt sauber funktionieren. Aber ein Gutes hatte es, weil ich habe mich dann nach einer Gärungssäge umgesehen. Ich hatte schon mal eine vor Jahren, dieses Billigmodell, kennt ihr sicher in dieser blauen Ausführung, mit dem habe ich glaube ich 5-6 Leisten gesägt, das ist wirklich nicht schön geworden, weil das ja diesen leichten Tisch hat und diese Plastikführung, die hin und her wackelt. Ich wollte was Ordentliches haben und ich habe dann ein Video gesehen vom Kanal Fabrizium. An der Stelle danke Markus, der hat sein Lieblings- oder eines seiner Lieblingswerkzeuge gezeigt, nämlich die Ulmer Gärungssäge 352. Und wo ich dann gesehen habe, dass die Säge einen Gusseisentisch hat, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir eine neue Gärungssäge kaufe, dann auf jeden Fall die, weil das ist ein Werkzeug fürs Leben. Ich habe mich dann am Gebrauchtmarkt umgesehen, weil die neue doch etwas teuer ist und ich konnte dann eine gebrauchte 354er steigern zu einem wirklich günstigen Preis. Die ist, hat eine Sägeblattlänge von 750 mm, die 352er 700 mm, also die ist etwas größer, aber in einem Top-Zustand. Okay, sie ist jetzt, hat Rostflecken, ich muss es reinigen, entrosten. Aber sie ist komplett, der Gusseisentisch, das ganze Ding ist wirklich schwer, ich schätze um die 10 Kilogramm, hat keine Risse, aber Sägespuren sieht man da. Aber wichtig ist, dass diese Führung hier spielfrei arretiert und auch die Säge ist komplett. Es ist hier die eine Aufführung etwas verbogen, aber das werde ich jetzt mal entrosten, putzen, herrichten. Ich habe mir auch ein neues Sägeblatt bestellt. Das Sägeblatt ist etwas schmäler als das hier, aber genauso lang. Das macht aber nichts, sondern man kann diese Führung hier durch die Schrauben einstellen, damit die Sägezähne frei laufen können. Jetzt geht es einmal ans Reinigen. Ich mache sie dann mit einer Essigessenz, mit Stahlwolle, Drahtbürste, mal schauen, Rede 40, was am besten funktioniert. Und dann kommt der erste Probeschnitt. Ich freue mich schon drauf. Das ist jetzt einmal die Unterseite. Also es ist hier wirklich nur Flugrost und Schmutz. Hier ist es nur verdreckt. Die Spannfeder funktioniert doch optimal. Ich muss schauen, ich möchte nicht zu viel auseinandernehmen. Nur das, was notwendig ist. Das ist nur ein normales Wasser mit ein bisschen Spülmittel für die grobe Reinigung.
Das ist schon mal sehr schön geworden. So, eine herrliche Säge. Sieht man, das ist präzise gefertigt. Ich habe es eigentlich nur mit WD-40, also ich habe es grob gereinigt und damit mit WD-40 poliert, um zu vermeiden, dass ich wieder einen Flugrost bekomme. Das, was einfach fehlt, ist der Tisch, das Herzstück. Das ist unglaublich. Der hat ein Gewicht von, ja, ich kann schwer sagen, 8 Kilogramm, 10 Kilogramm. Und den werde ich ganz vorsichtig behandeln, weil ich möchte nämlich hinten dieser Aufdruck von ihm her, den seht ihr da, den möchte ich natürlich noch behalten, so weit es eben geht. Das ist eigentlich nur ein Schmutz, der da ist, kaum Rost. So, nach der ersten Reinigung, die Rostflecken sind eigentlich überall weg, den Griff muss ich aber danach polieren. Da unten diese Führung ist komplett rostfrei, vielleicht muss ich noch ein bisschen nachgehen, auch hier oben. Auch der Tisch, da muss ich auch drauf polieren, aber wunderschön. Leider hinten das Firmenemblem mit Ulmir, die beste, ist noch ein bisschen zu lesen. Da habe ich es nur vorsichtig gereinigt. Top-Zustand. Und andere Teile habe ich in Essig-Essenz eingelegt. Und dann werde ich schauen, wie es morgen aussieht. Nur als Tipp, wenn man keine eigene Werkbank für einen Schraubstock hat, ist ein kleiner Schraubstock, hier eine Platte und Moosgummi. Und das kann man dann wunderbar in die Vorderzange einspannen. Zuallererst von der Handhabung, von der Ausführung, auch wie exakt und spielfrei die Säge hier in diesen Führungen läuft. Wirklich super, auch die, bin mit der Reinigung sehr zufrieden. Das Sägeblatt ist nur komplett stumpf. Das sieht man hier, dass die Fläche rau wird. Ich werde jetzt das Sägeblatt auf das neue tauschen, das wie gesagt etwas schmäler ist, aber ich kann hier diese Aufhängungen entsprechend einstellen.
Das ist sehr praktisch, die Aufhängung. Das rastet ein, da geht es kein Spiel. Wenn noch einen Schnitt. Ich nehme so einen wirklich dicken Balken. Fehlt mir noch die Übung und vor allem muss ich die Säge fixieren am Tisch. Also ich werde noch ein Brett montieren und schauen, wie das am besten hier auf der Hobelbank festspannen kann. Aber nur von der Ausführung, von der Mechanik, von der Stabilität, auch das Sägeblatt, wie gesagt, bin ich überrascht, wie gut das schneidet, ist das einfach sensationell. Bin wirklich begeistert. Meine Fellkonstruktion, es ist zwar so sehr, ja, ganz solide gebaut, nur bringt es nichts, weil sie nicht funktioniert. Aber wenn ich eine Idee habe und da möchte ich wissen, ob sie funktioniert, in dem Fall halt nicht. Aber es hat mich dieser Fehlschlag, möchte ich sagen, zu dieser Gärungssäge geführt und ich bin von dieser Gärungssäge restlos begeistert. Wenn sich die mir anschaut, die ist solide, die ist nur aus Metall, Gusseisen, die habe ich ein Leben lang und die muss mir dann noch vertraut werden. Also ihr habt es gesehen, ich bin beim Sägen immer wieder hängen geblieben. Ich muss erstens vor allem die Säge also festspannen, damit sie feststeht und dann an der Technik arbeiten. Aber es macht einen unglaublichen Spaß, ein altes Werkzeug wieder herzurichten. Ich weiß nicht, wie alt jetzt da diese Säge ist, aber ich schätze mal 50, 60 Jahre. Und dann wieder damit zu arbeiten. Also nicht als Schauobjekt, als Dekoration, sondern wirklich als Werkzeug, das zu nutzen. Das ist unglaublich schön. Und ja, das ist das Modell 354. Das 352 hat eine Sägeblattlänge von 700 mm. Das würde ich eher empfehlen, weil da für diese Säge gibt es dann auch andere Sägeblätter, auch japanische Sägeblätter, die gibt es für diese Säge nicht. Aber ich muss sagen, dieses neue Sägeblatt ist unglaublich scharf und geht wirklich, wirklich gut. Ich muss, wie gesagt, noch an der Technik arbeiten. Aber so, wunderschön. Ja, wie immer danke ich für Ihr Interesse, viel Gesundheit und hoffentlich bis bald.